Kürzlich habe ich mir die Frage gestellt, wie könnte ich noch minimalistischer durchs Leben gehen? Einige Tage später ist mir dann tatsächlich etwas eingefallen. Vor längerer Zeit habe ich mir aufgrund eines Werbevideos etwas angeschafft, das besonders für große Räume geeignet ist, das ich danach jedoch nie wirklich benutzt habe. Dieses Etwas ist sehr praktisch und auch sehr leicht anzuwenden. Und nicht nur das, sondern wenn ich es öfter benutzen würde, würde ich nicht nur meinen Geldbeutel minimal erleichtern, sondern auch noch der Umwelt etwas Gutes tun. Danach bin ich durch meine Wohnung gegangen und habe mich nochmal intensiv überall umgeschaut und dabei noch mehr Möglichkeiten entdeckt, weiteres in meinem Leben zu reduzieren. Dieses Ding, von dem ich eben sprach, ist dieses antistatische Wischtuch, das sich vor allem gut im trockenen Zustand verwenden lässt, aber auch im feuchten. Im trockenen Zustand ersetzt es komplett den Staubsauger. Bei Fliesen, Holzböden, Laminat ist es bestens geeignet. Das Tolle an diesem antistatischen Wischtuch ist, dass es so gut wie nichts wiegt, dass es waschbar ist bei 60 Grad. Und selbst Fegen umständlicher und anstrengender ist, als damit zu arbeiten. Deshalb habe ich wieder angefangen, es auch für meine kleineren Räume zu verwenden. Dieses Wischtuch ist ähnlich wie ein Besen zu verwenden, nur dass es den Schmutz durch die antistatischen kleinen Noppen besser aufnimmt. Einfach über den Boden streichen. Und den Schmutz somit entfernen. Am Schluss etwas abklopfen. Ich persönlich gehe mit der Hand noch etwas drüber, damit sich auch der letzte Schmutz noch löst. Und fertig. Es ist geräuscharm und schmutzfrei. Ich werde dieses antistatische Tuch jetzt auf jeden Fall öfter benutzen und den Staubsauger nur noch selten. Denn ich sage mir auch, jedes kleine bisschen bringt am Ende viel. Und vor allem ist es deutlich weniger anstrengend, damit den Boden zu reinigen. Was ist mir außerdem aufgefallen, als ich meine Wohnung inspiziert habe? Ich habe einen Mini-Backofen, das gleiche lässt sich natürlich aber auch in einem herkömmlichen großen Backofen fabrizieren. Und ich backe zweimal die Woche ein Brot und bisher habe ich den Ofen immer nur für dieses eine Brot dann genutzt und habe mir überlegt, dass ich ab jetzt einfach noch eine zweite Backform in den Ofen stelle und einen zweiten Brotteig backe. Somit wird die Energie gleich für zwei Brote genutzt. Ein weiterer Vorteil hiermit für mich ist, dass ich dann nur noch einmal die Woche Brot backen muss und das andere dann einfrieren kann und bei Bedarf einfach raushole. Da habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Was ist mir noch aufgefallen bei meinem Rundgang durch meine Wohnung? Ich habe im Bad einen Boiler, der lässt sich leider nicht ausstellen, aber er lässt sich auf zwei Stufen einstellen, Stufe 1 und Stufe 2. Die ersten Monate in dieser Wohnung habe ich meinen Boiler
zum Duschen oder Baden, genauso zum Geschirr abspülen. Ich spüle mein Geschirr bewusst von Hand ab, immer auf Stufe 2 gestellt, weil ich dachte, dass es nötig ist, dass der hohe Strom, Energieverbrauch hauptsächlich durch den Boiler kommt. Und zum Spülen habe ich mir noch etwas anderes überlegt, was noch mehr Energie spart. Fürs Spülen erhitze ich mein Wasser im Wasserkocher. Das kann man ja genauso beim Kochen anwenden. Das kennt der eine oder andere sicher auch schon. Ja, und so lässt sich weiter Energie sparen. Bei meinem Rundgang ist mir dann noch etwas aufgefallen. Ich habe in all meinen Lampen keine Energiesparlampen drin, sondern noch das vorherige Modell, das ja immer noch im Handel erhältlich ist, was mir wiederum sagt, dass es auch noch von vielen Menschen genutzt wird. Warum habe ich mir bis jetzt keine Energiesparlampen gekauft? Weil das kalte Licht von Energiesparlampen mich gestört hat. Ich fand das sehr ungemütlich und wollte das nicht haben. Ich bin aber sicher, dass es da mittlerweile auch warmweiß Energiesparlampen gibt und habe mir gesagt, dass ab jetzt, immer wenn eine dieser herkömmlichen Birnen von mir kaputt geht, dass ich sie dann durch eine Energiesparlampe ersetze. So spare ich wieder Energie oder gehe minimalistischer mit Energie um. Dann habe ich mir das Ganze noch weiter durch den Kopf gehen lassen und mir ist noch was aufgefallen beim Wäschewaschen. Wenn ich meine Badezimmerteppiche gewaschen habe, habe ich sie immer einzeln gewaschen. Da ich nicht so viel schmutzige Wäsche aufkommen lassen wollte, das habe ich jetzt auch geändert, indem ich die Badezimmerteppiche sammle, helle zu hellen, dunkle zu dunklen und wenn sie gewaschen werden müssen, gebe ich direkt 2 oder 3 Badezimmerteppiche aufs Mal in die Waschmaschine und wasche das so in einem Gang. So minimalisiere ich auch das Wäschewaschen und spare nochmals Energie. Und die Badezimmerteppiche werden genauso sauber, als wenn man sie einzeln wäscht. Vielleicht wusstest du das ein oder andere hiervon noch nicht, deswegen dieses Video für dich. Und ich bin sicher, dass mir in naher Zukunft noch das ein oder andere einfällt, das ich in meinem Leben minimalisieren kann. Und du vielleicht auch.